So, wir sind jetzt hier im Sportforum Hohenschönhausen bei der letzten Staffel 105 im Spreeradio Camp für Berliner Vereine. Ging es um den Eissportverein 08 e.V. Sascha ist der Trainer und hat uns um Hilfe gebeten, denn ihr brauchtet was? Eine neue Kurvenschleifmaschine. Für die Schlittschuhe deiner Kids. Die ist nämlich ganz doll wichtig. Warum? Sag das nochmal ganz kurz. Ist sehr wichtig, weil die Eisschnelllaufkufen einen bestimmten Radius brauchen. Also man schleift einen Bogen rein, damit man, wenn man auf die Kante geht, ordentlich um die Kurve kommt und gleichmäßigen Druck erzeugen kann. Ja, das sieht man hier im Hintergrund schon, denn das Training läuft aktuell. Wie alt sind deine Kids hier? Also die jetzt hier laufen, die sind zwischen 6 und 10 Jahre. Und wenn man hier draußen schaut, die sind schon mit Eisschnelllaufschlittschuhen unterwegs. Die sind schon bis zu 13 Jahre alt. Oh, krass, okay. So, und pünktlich zur neuen Saison haben wir es möglich machen können, und zwar mit der Hilfe der Eisbahn Langwitz. Ihr habt unterstützt und habt gesagt, klar, da helfen wir sofort. Wir geben die Schleifmaschine an den Sascha, an den Verein. Erklär ganz kurz, ich meine, das ist ja nun echt ein Profi-Ding, das ist, sieht sehr teuer aus und hochwertig. Was hat es damit auf sich und warum sagt ihr, klar, da helfen wir? Wir unterstützen gerne so ein Projekt. Dadurch, dass es mit dem Radio so zustande kam, haben wir die Chance ergriffen und der Herr Schirible nochmal geschaut, haben wir nicht sowas rumzustehen. Und das ist der Chef der Eisbahn? Genau. Und haben noch eine gefunden und dachten wir, Mensch, so ein Projekt muss man noch unterstützen, so ein Verein, gerade mit Kindern viel zu tun hat, das ist eine super Sache. Ja, und die Schleifmaschine ist eine Profi-Schleifmaschine. Ich glaube, damit werdet ihr zufrieden sein, einen guten Schliff haben und immer schnelle Kufen haben. Vielen Dank. Ihr habt jetzt dieses Ding, das kostet ein paar tausend Euro, das ist also wirklich keine Lappalie für euch als Verein auch. Was bedeutet das für euch? Was gibt euch jetzt diese Maschine für eine Möglichkeit? Also es rettet uns quasi so ein bisschen den Arsch, weil unsere alten Schleifmaschinen ausgestiegen sind und wir jetzt sowohl unsere Hockey-Schlittschuhe, mit denen man anfängt, schleifen kann, als auch die Eisschnelllauf-Schlittschuhe. Also es ist echt, es kommt genau zur rechten Zeit. Vielen Dank. Sehr gut, denn man muss wirklich mal sagen und es festhalten, hätten wir euch nicht gehabt als Unterstützer, dass ihr sagt, klar, wir machen das, dann würden die Kinder wahrscheinlich irgendwann im Eis feststecken, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist richtig, genau. Oder man ist halt immer auf Schleifdienste von außen angewiesen. Das ist aufwendiger Stress, bedeutet mehr Kosten für unsere Mitglieder und das wollen wir natürlich vermeiden und selber das ermöglichen. An dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an die Eisbahn. Danke, Sascha. Ihr macht einen geilen Job. Ich bin total begeistert von dieser ganzen Halle. Ja, und man hat gerade hier schon die eine Mutti gehört, mit der wir uns vorher unterhalten haben, die auch nur Lobeshymnen für diesen Eissportverein 08 e.V. übrig hat. In dem Sinne, geile Aktion. Vielen Dank an euch alle. Und wenn auch euer Verein Hilfe braucht, meldet euch an spreeradio.de. Danke.